Am Samstag war die Premiere des Lumpenballs im Graf-Zeppelin-Haus Friedrichshafen. Den Ball veranstaltet der Verein zur Pflege des Volkstums Friedrichshafen. Highlights waren unter anderem die Lumpenkapellen. Hier zu sehen die Kapelle aus Kluftern, wie sie ihre Einlagen zum Besten gibt. Unterhaltung boten auch die verschiedenen Tanzgruppen, hier die Traumtänzer der Hofnarren Friedrichshafen. Im Saal nebenan heizten die DJs der Music Factory Bodensee mit aktuellen Charts ein. Übrigens ohne Gage, ein Teil des Erlöses vom Lumpenball wird nämlich an einen guten Zweck gespendet. Der Lumpenball ist als Fastnetzball für jedermann ausgerichtet. Es braucht kein Hehs, sondern eine lustige Verkleidung und gute Laune. Für die sorgte auch die Partyband Freibier. Der nächste Ball des Vereins, der Bürgerball, findet am 21. und 22. Februar in Friedrichshafen statt.